Feierliche Schlüsselübergabe im Unimarkt am Standort Allerheiligen in Schärding. Nach den Filialen in Nandorf und Raab übernehmen Gerti und Alois Selker auch jene in Schärding. Ja, wir haben Andorf 2019 übernommen und Raab mitten in der Corona-Phase 2020 und haben jetzt Schärding angeboten gekriegt. Und wir haben jetzt schon gewusst, dass Unimarkt ein starker Partner ist. Wir haben da wirklich einen guten Rückhalt. Wir haben gute Gesprächspartner und gute Lösungen immer gefunden. Und es geht auch nur gemeinsam. Also der Alois und ich machen das immer gemeinsam. Wir sprechen uns über jede Entscheidung gemeinsam ab. Und ich glaube, so funktioniert das auch am besten, ja. Die Erfolgsgeschichte des Unimarkts in Allerheiligen geht weiter. 50 Jahre gibt es ja da schon Unimarkt. Und der Unimarkt wird sicher da noch langes Bestehen haben. Ich wünsche alles Gute für die Zukunft und freue mich, dass die Leute in der Stadt da wieder eine ganz wichtige neue Versorgungsquelle haben. Wichtig ist Familie Selker dabei immer der gute und persönliche Kundenkontakt. Eine wichtige Stütze dabei die Mitarbeiter. Es ist so, dass unsere Mitarbeiter die Kunden beim Namen anreden, es ist keiner eine Nummer. Und was uns als Familie Selker sehr wichtig ist, sind unsere Mitarbeiter. Wir schaffen das Ganze mit den drei Märkten nur mit unseren Mitarbeitern, da sind wir auch sehr dankbar. Und wir sind sehr stolz darauf, dass wir dieses ganze Unternehmen mit jetzt mittlerweile 40 Mitarbeitern so führen können. Wir sind einfach die nettesten Verkäufer beim Unimarkt und darum geht es, dass die Kunden sich bei uns wohlfühlen und alles finden, was sie für ihren täglichen Bedarf brauchen. Der Fokus in allen drei Filialen der Familie Selker liegt stark auf regionalen Produkten. Die Regionalität spielt bei uns eine ganz, ganz große Rolle. Nachdem wir ja selber mit der Produktion und Inhaberei von Bramoleum aus der Direktvermarktung rauskommen und somit mit der Regionalität leben, haben wir das auch hier im Unimarkt in unseren Standorten in Andorf, Raab und hier in Schärding-Allerheiligen umgesetzt. Und wir haben jetzt mittlerweile über 200 regionale Produkte bei uns in die Märkte eingelistet und wir bemühen uns auch diesen Produkten eine gute Plattform und eine gute Verkaufsfläche zu geben. Und schon bei der offiziellen Eröffnungsfeier konnten sich die Kundinnen und Kunden von einigen der regionalen Köstlichkeiten selbst überzeugen. Die Erzeuger allesamt aus dem Verein Wies-Innviertel schmeckt regional echt gut. Wies-Innviertel schmeckt verbindet Direktvermarkter, aber auch Gastronomiebetriebe aus dem gesamten Innviertel miteinander. Im Jahr 2009 mit dem Ziel gegründet, ein gemeinsames Netzwerk an Betrieben zu schaffen, welches zu 100% Regionalität, Ehrlichkeit und Genuss miteinander verbindet. Ja, wir haben die Gelegenheit genutzt, bei der Neueröffnung in Schärding beim Unimarkt da dabei zu sein. Zum einen, dass wir unsere Produkte präsentieren können. Heute ist ein kleiner Auszug da von Wies-Innviertel schmeckt, die Produkte herzeigen, verkosten können. Und die Konsumenten haben natürlich auch die Möglichkeit, nicht nur die Produkte zum Kennenlernen, sondern auch die Leute, die dahinter stehen, die Produzenten. Und das ist eigentlich das, was transportiert gehört, das ist eigentlich ganz wichtig. Wir sind klein strukturierte Direktvermarktungsbetriebe, deren Produktion und deren Produkte jetzt nicht in der großen, weiten Welt mit ganz viel Marketingbudget bekannt gemacht werden kann. So muss man mit Mitteln und Möglichkeiten arbeiten, die was für unsere kleinstrukturierte Produktion machbar sind. Und eine Verkostung auf einem Markt, in einer Fläche, dort wo Einkaufen passiert, anzubieten, ist ein Mittel der Wahl, das was sehr gut funktioniert und so können die Produkte bekannt gemacht werden. Die Leute wollen wissen, wo kommen die Produkte her, wer ist der Produzent dahinter und es gibt ganz, ganz viele Vorteile, die ich als Konsument, wenn ich ein regionales Produkt kaufe, noch mitbekomme. Auch die Wurzeln von Unimarkt liegen in den ländlichen Regionen Österreichs. Dort, wo viele kleine Erzeuger ihre Produkte mit Liebe und Handwerkswissen herstellen. Wenn wir uns den Unimarkt angucken, dann ist der Unimarkt ganz klar über die Regionalität und über die Lokalität sogar die Stärke, also die Verstärkung der Regionalität positioniert. Wir verstehen uns als der Partner der Produzenten vor Ort und für uns gibt es nichts Wichtigeres als die Regionalität, sowohl bei der Auswahl der Produkte als auch bei der Auswahl der Partner. Wir haben mit Unimarkt einen Partner, der uns die Jahre hinweg bereits in sehr guter, enger Partnerschaft gut begleitet, wo es uns gut geht und wo wir uns auch ständig weiterentwickeln haben können. Und wo ihn so auch da in Allerheiligen dazu beitragen, dass man sowohl die Regionalität, die Nahversorgung stärkt und als Teil dieser Region dazu beitragen, dass man die Regionalität nach außen bringt. Die Unimarkt-Filiale in Allerheiligen in Schärding. Jetzt nicht nur unter neuer Leitung, sondern auch mit einem neuen Ziel. Qualität und Kundennähe in Verbindung mit Regionalität. So, wie es in Viertel schmeckt.